Sie sind hier, 30. September 2018, 14.44 Uhr von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Adi Hütter L. kann sich wieder auf die Dienste von Ante Rebic freuen. Urheberrecht Getty Images. Eintracht Frankfurt freut sich auf die Startelf-Rückkehr von Ante Rebic gegen Hannover 96. Deren Coach André Breitenreiter spürt den Druck immer stärker. André Breitenreiter strahlt große Zuversicht aus. Wir dürfen uns nicht verrückt machen, sagte der Trainer von Hannover 96 und erhält dabei Rückendeckung. Von einer Krise ist in der niedersächsischen Landeshauptstadt atmosphärisch noch nichts zu spüren, doch der Druck steigt erheblich. Breitenreiter und sein Team müssen die Sieglos-Serie schnell beenden. Das haben wir uns anders vorgestellt, wir sind uns der Situation schon bewusst. 2 Punkte. Das haben wir uns anders vorgestellt und wollen es über 90 Minuten natürlich besser machen, sagte Breitenreiter vor der Partie bei Eintracht Frankfurt am Sonntag. Trotzdem geht es für uns nicht darum, jetzt in Aktionismus zu verfallen. Bundesliga. Eintracht Frankfurt, Hannover 96 ab 15.30 Uhr im Live-Ticker. Der schwache Start bringt Breitenreiter noch nicht aus der Ruhe. Doch die Anspannung wächst, daraus macht der 44-Jährige auch gar keinen Hehl. 2 Punkte aus 5 Spielen sind zu wenig, wir müssen unsere individuellen Fehler schnell abstellen. Rebic kehrt in Startelf zurück, noch nicht alle Neuzugänge sind bislang eingeschlagen. Zwar hat sich der Brasilianer Wallace Rush einen Stammplatz erkämpft, der Japaner Genki Haraguchi hingegen stand zuletzt gegen Hoffenheim nicht einmal mehr im Kader. Wir können nicht jeden wie Wallace nach 3 Wochen zum Nationalspieler machen, sagte Breitenreiter lakonisch. Anzeige, jetzt das neue Trikot von Frankfurt oder Hannover kaufen? Hier geht es zum Shop. Bei den Hessen ist man froh, dass Vize-Weltmeister Ante Rebic in die Startformation zurückkehrt. Er macht den Unterschied aus und kann uns sicherlich weiterhelfen, sagte Eintracht-Coach Adi Hütter zum bevorstehenden Comeback des Kroaten. Auch der Pokalsieger ist mit 4 Zählern aus 5 Partien alles andere als zufriedenstellend in die neue Saison gestartet. Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen: Eintracht Frankfurt, Hannover 96 Frankfurt, Frankfurt, Trapp, Rass, Hasebe, Endika, Da Costa, Toro, De Guzman, Kostic, Allen, Haller, Rebic. Trainer Hütter Hannover, Esser, Sock, Anton, Felipe, Albornes, Schwegler, Wallace, Bebu, Fossum, Korb, Füllkrug. Trainer Breitenreiter, Schiedsrichter, Robert Hartmann. So können Sie die Partie live verfolgen. Punkt. TV, Sky Stream, Sky Gotica, Sport1.de von Sportinformationsdienst.